Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir beginnen unseren Kurs mit der schwierigsten Frage von allen. Was ist Geschichte? Generationen haben sich darüber die Köpfe zerbrochen und doch gibt es bis heute keine allgemeingültige Definition, die allen Ansprüchen gerecht werden könnte. Einige prominente Versuche, Leopold von Ranke, der Urvater der kritischen Geschichtswissenschaft, schrieb 1824 im Vorwort seiner Geschichten der romanischen und germanischen Völker den Satz: Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen. So hohe Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht. Er will bloß sagen, wie es eigentlich gewesen. Seine berühmten vier Wörter, wie es eigentlich gewesen, wurden zum Credo ganzer Historiker-Generationen, zur Überzeugung, man könne vergangenes Geschehen mit objektiv überprüfbaren kritischen Methoden tatsächlich rekonstruieren. Johann Gustav Droysen, einer der großen Geschichtstheoretiker des 19. Jahrhunderts, schrieb: Was in ihr täglich geschieht, wird von keinem Verständigen als Geschichte getan oder gewollt. Erst eine gewisse Art, das Geschehene nochmals zu betrachten, macht aus Geschäften Geschichte. Er unterschied also zwei Aspekte von Geschichte: Geschehen und die Reflexion des Geschehenen. Ein wenig komplizierter hat es Karl Jaspers ausgedrückt. Wir sprechen zwar von Geschichte der Natur und von Geschichte der Menschen. Beiden gemeinsam ist ein unumkehrbarer Prozess der Zeit. Aber beide sind in Sinn und Wesen verschieden. Die Geschichte der Natur ist sich ihrer selbst nicht bewusst. Sie ist ein bloßes Geschehen, das sich nicht weiß, sondern von dem erst der Mensch weiß. Er unterscheidet also chronologisch gebundenes Geschehen durch die Natur und durch den Menschen und die bewusste Wahrnehmung dieses Geschehens durch den Menschen. Goloman schrieb in der Einleitung zum 8. Band seiner Propyläen Weltgeschichte: Immer hat Geschichte zwei Komponenten. Das, was geschehen ist, und den, der das Geschehene von seinem Orte in der Zeit sieht und zu verstehen sucht. Nicht nur korrigieren neue sachliche Erkenntnisse die alten, der Erkennende selbst wandelt sich. Die Vergangenheit lebt. Sie schwankt im Lichte neuer Erfahrungen und Fragestellungen. All diesen Annäherungsversuchen sind zwei Punkte gemein. Geschichte ist Geschehenes und zugleich auch das Nachdenken, das Rekonstruieren, das Erzählen oder Erforschen des Geschehenen. Das spiegelt sich auch in den Bezeichnungen wider. Das althochdeutsche Gieskehan meint eilen oder geschehen im Sinne eines Ereignisses oder einer Ereignisfolge. Das mittelhochdeutsche Geschicht kommt von geschehen und meint schon die Darstellung von Geschehnissen. Noch deutlicher wird es im Griechischen. Historia meint wörtlich gesehen haben, wissen, und wird schon in der Antike zum Synonym für die Erforschung und Darstellung von Geschehenem. Und die Römer unterschieden die geschehenen Dinge, die res geste, und die Erzählung davon, die Historia rerum gestarum. Halten wir also vorläufig als wichtiges Unterscheidungsmerkmal fest: Geschichte hat zwei Seiten. Sie bezeichnet einerseits Ereignisse oder, wie Droysen sagte, die Summe dessen, was im Lauf der Zeit geschehen ist, soweit irgend unser Wissen davon reicht. Das richtet sich auf die Vergangenheit. Und sie bezeichnet andererseits Wahrnehmung, Reflexion und Darstellung dieses Geschehens oder,
wie Jörn Rüsen formulierte, erst wenn sie als solche gedeutet wird, entsteht Geschichte aus den Ereignissen der Vergangenheit. Das geschieht aber in der Gegenwart des Betrachters. Denn das Nachdenken über Vergangenheit ist ja jeweils eine Vergegenwärtigung. Der erste Aspekt, die Ereignisse, bestimmt den gesamten Gegenstandsbereich der Geschichte. Der zweite, deren Funktion. Gegenstand im weitesten Sinne sind damit eigentlich alle Ereignisse im Universum seit dem Urknall. Mit ihnen beschäftigen sich jedoch Kosmologie, Erd- und Naturgeschichte. In deren großen zeitlichen Ablauf ist schließlich auch die Menschheitsgeschichte eingebettet. In einem engeren Sinne meint Geschichte dann vor allem jene Aspekte menschlicher Kultur, mit der der Homo sapiens seine Umgebung beeinflusst. Die Anfänge jenes Gegenstandsbereiches erforschen jedoch Archäologie und die Ur- und Frühgeschichte. Die traditionelle Geschichtswissenschaft beginnt erst mit der Überlieferung der ältesten Schriftzeugnisse, also frühestens ab dem 4. Jahrtausend vor Christus, meist aber doch erst mit der Buchstabenschrift nach dem Ende der schriftarmen Dark Ages der griechischen Geschichte im 8. Jahrhundert vor Christus. Ab dann beginnt also der Gegenstandsbereich der Geschichtswissenschaft. Betrachten wir nun noch den zweiten Aspekt, Geschichte in der Bedeutung von Reflexion. Hier geht es im Grunde um sehr viel mehr als um eine Definition eines Fachgebietes. Denn dass wir überhaupt über Vergangenes nachdenken, ist eine der zentralen Grundbedingungen menschlicher Existenz. Der Mensch ist eben nicht nur ein soziales Wesen, er ist auch ein historisches Wesen. Er ist hineingestellt in eine bestimmte Zeit, die wiederum von der Summe ihrer Vergangenheiten mitbestimmt wird. Da also kein Mensch geschichtslos aufwachsen kann, entwickelt jeder also schon aus seiner persönlichen chronologischen Erfahrung heraus ein individuelles Geschichtsbewusstsein. Die Grafik mag verdeutlichen, was damit gemeint ist. So wie in jedem Individuum seine eigene Vergangenheit, Kindheit, Erziehung oder beruflicher Werdegang aufgehoben und damit anwesend sind, so werden auch vergangene Ereignisse aus der Familie, dem nachbarlichen Umfeld, dem Arbeitsplatz, den Institutionen, denen er angehört, der sozialen Schicht, der Region, in der er lebt und zuletzt auch der Nation und dem Kulturkreis, dem er sich zugehörig fühlt, zum Teil seiner eigenen Geschichtserfahrung. Sie bestimmen sein Geschichtsbild mit. Das Ganze ist wiederum eingelagert in die Weltgeschichte. Jeder ist also als historisches Wesen von seinem eigenen Horizont mitgeprägt, von den Ereignissen, an die er sich erinnert oder die er erinnern will. In der Regel wird das historische Wissen dünner und bruchstückhafter, je weiter sich die individuelle Erinnerung in die höheren Ordnungen vorzutasten versucht. Der Versuch, dieses natürlich durch erlebte und erinnerte Ereignisse entstandene Geschichtsbild durch Fragen und Forschen zu erweitern, ist dann bereits ein aktives Betreiben von Geschichte im Sinne einer Reflexion vergangener Ereignisse und ihrer Auswirkungen auf das Individuum. Das kann auf ganz unterschiedliche Weisen erfolgen. Das Was eines solchen Fragens an die Geschichte, also die Auswahl eines besonders interessanten Gegenstandes, das Wie viel, also die Tiefe des Forschens und das Warum, also die Funktion eines solchen Interesses, fügen qualitative und quantitative Aspekte dem eigenen Geschichtsbild hinzu. Es wird sich durch die Hinzunahme fremder, memorierter oder erzählter Geschichte verändern.
Damit wird auch die Erfahrung einhergehen, dass sich zwar die Vergangenheit selbst als Ereignisfolge nicht verändern kann, sehr wohl aber jeder Mensch sein Bild von der Vergangenheit in Abhängigkeit von Qualität und Quantität seiner Fragen dauernd verändert. Das ist es, was Goloman meinte mit der Erkennende selbst wandelt sich. Die Vergangenheit lebt, sie schwankt im Lichte neuer Erfahrungen und Fragestellungen. Geschichte als Ereignis und Reflexion bestimmen also individuelle und kollektive Geschichtsbilder. Und was ist dann Geschichtswissenschaft? Ihre Aufgabe ist es, diesen Erkenntnisprozess methodisch reflektiert anzuleiten. Sie beschäftigt sich nicht nur mit einzelnen Ereignissen der Vergangenheit. Sie sucht nach Strukturen, nach Ordnungen, nach Mechanismen. Sie gewichtet und bewertet dabei. Sie entwickelt Methoden zur Rekonstruktion und Einordnung der Vergangenheit und ihrer Auswirkung auf die Gegenwart. Sie verzahnt also methodisch reflektiert Vergangenheit und Gegenwart. Sie ist die Wissenschaft vom Menschen in Zeit und Raum. Sie überführt die naturgegebene Geschichtlichkeit in fundierte Geschichtsbilder. Einige ihrer zentralen Ansätze, Methoden und Instrumente werden Sie in den nächsten Wochen kennenlernen. Welche Aufgaben und Funktionen der Geschichtswissenschaft daraus erwachsen und welche methodischen Probleme sich dem Historiker dabei stellen, damit beschäftigen wir uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen.